So, weiter geht's mit Operation Backlog. Der Stalker hat mal eine Runde Pause. Und ich schau nochmal kurz bei Dementium 2 HD rein. Das Ganze ist ein Remake eines DS-Titels von Renegade Kid. Wie man sehen kann, ein Horrorspiel. Und ich habe das Ganze auch schon vor einem halben Jahr oder so oder einem Jahr auf dem Blog besprochen. Hatte da etwas gemischte Gefühle. Aber dazu erzähle ich gleich noch mehr, wenn wir das Intro gesehen haben. So, da wären wir in unserer wunderbaren Zelle. So, und plötzlich sind wir in dieser Parallelwelt, die man ziemlich häufig besucht in dem Spiel. Und das ist eigentlich nicht die einzige Parallele zu alten, klassischen Survival-Horror-Spielen, wie halt Silent Hill oder Resident Evil. Man hat halt auch diese klassischen Aufbau des Levels da oben, diese Map mit diversen Türen, wo halt einige zu sind und einige offen sind. Schlüssel suchen, begrenztes Inventar, beziehungsweise begrenzte Ressourcen. Und merkwürdige Kreaturen. So, da haben wir unser Inventar. Hier haben wir die Karte. Also sieht typisch aus wie so eine Resident Evil Karte. Dann läuft man halt, wenn man zu den Türen kommt, sieht man halt, grün ist offen, rot ist dann geschlossen. Und dann kämpft man sich halt von Raum zu Raum, hat ein bisschen Backtracking, kann dann irgendwann wieder an einen anderen Ort kommen, um dann da wieder die Tür aufzumachen, wo man vorher nicht weitergekommen ist und so weiter und so fort. Also wer die klassischen Survival-Horror-Spiele gespielt hat, der kennt das Ganze. In dem Fall hier halt alles aus der First Person. Oh.
schon wieder in der normalen Dimension. Und im Kern ist das alles auch noch genauso wie auf dem DS. Nur eben alles mit höherer Auflösung und mit detaillierteren Charaktermodellen. Und etwas besseren Lichteffekten und so weiter. Aber man sieht, dass es trotzdem noch, kein Vergleich zu aktuellen Spielen ist optisch. Die eine oder andere Animation sieht jetzt auch nicht so optimal aus. Aber dafür ist es halt auch nicht unbedingt teuer. Also ich glaube, es kostet standardmäßig 13 Euro oder sowas. War jetzt auch schon diverse Male im Sale. Und Renegade Kitty hat die DS-Version ursprünglich gemacht haben, beziehungsweise diese kleine Serie, es sind ja zwei Teile. Die hatten dann die Rechte verloren, zwischenzeitlich. Die gingen an South Peak, glaube ich, oder Gamecock, oder wie auch immer sie hießen damals. Und inzwischen haben sie die aber zurückbekommen und es kann gut sein, dass sie demnächst jetzt nochmal einen Kickstarter machen für ein anderes Horrorspiel, wo sie schon mal versucht hatten auf Kickstarter, was dann aber nicht funktioniert hat, aber vielleicht klappt es ja mit dem Namen Dementium dann besser, wer weiß. Ja, also auch die typischen Notizen eines Resident Evil. Oh, hier kommen wir noch nicht durch. Aber es sieht ja schon offensichtlich so aus, als könnte man da vielleicht durch. Kann man auch. Wir bekommen später noch einen Vorschlaghammer. Und dann können wir halt solche Bereiche zum Beispiel öffnen. Noch irgendwo was versteckt? Ich glaube nicht. Es hat auch durchaus so seine gruseligen Momente. Es hängt natürlich immer davon ab, wie man so, was für ein Spieler man, Typ man eigentlich ist. Was ist jetzt sicherlich kein Meisterwerk des Genres. Hier haben wir die typischen Speicherpunkte. Das Interessante ist auch, dass er für jeden Speicherpunkt einen eigenen Save State anlegt, der dann halt immer überschrieben wird. Statt irgendwie durchnummerierte Speicherpunkte sind die halt gekoppelt an den jeweiligen Speicherpunkt. Und dann gibt es halt solche Mini-Rätsel hier. Hätte gern das da drüben hin, aber okay. Das geht aber, ja. Kann ich dafür wieder zurück, dann kann ich das darüber, okay. Kann ich das in die Mitte, das darüber und dann haben wir es. So, viel komplexer als das werden die Rätsel eigentlich nicht. These things, they all started happening after your surgery. Whatever was wrong inside your head, we let it out. God help us all. Please ignore my saner half, William. He's a bit remorseful. Personally, I'd like to share something with you. Goodbye, William. Thank you.
So, und da haben wir auch schon den ersten Bosskampf, von denen es diverse im Spiel gibt. Die natürlich typischerweise alle immer eine gewisse Taktik erfordern. In dem Fall hier was, glaube ich, einfach anlocken und dann... an und dann rennt er halt gegen die Wand und dann ist er gestunt und dann... Also der hier ist jetzt nicht besonders schwierig, wie man sehen kann. Oh, und da haben wir unsere erste Schusswaffe. Später gibt es auch noch Schrotflinten und Gewehre und so weiter. Das kennt man ja alles. Wie man sieht, an dem Spiegel kann man sich dann auch heilen. Ach, da ist die Keycard, gut. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, was nun besser ist, das Ganze in dieser Remake-Version hier zu spielen oder doch lieber das Original auf dem DS zu spielen. Von der Steuerung her ist sicherlich das hier die bessere Variante. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf dem DS eigentlich ganz gut funktioniert. Machen wir uns mal lieber aus dem Staub. Oh, hier haben wir auch noch ein bisschen Munition. Ah, ich muss sie aber scheinbar killen.
Vielleicht bei denen eher Munitionsverschwendung, die sind ja eigentlich nicht so schwierig. Bisschen dodgen und dann geht das schon, wenn man Geduld hat. So, damit haben wir den Abschnitt dann auch geschafft. Da kommt unsere Keycard zum Einsatz. Zum Verständnis der Story muss man übrigens den ersten, glaube ich, nicht wirklich gespielt haben. Weil die Story jetzt eh nicht so komplex ist. Auch nicht unbedingt super spannend. Also das Ganze hat so einen leicht trashigen Vibe, den man entweder mag oder halt überhaupt nicht leiden kann. Ich bin dafür eigentlich schon zu haben. Das hat halt so ein bisschen was Retro-mäßiges. Aber wenn man jetzt wirklich ein richtig gutes Horrorspiel haben möchte, dann gibt's da schon bessere. Aber wenn man Amnesia und Co. alles schon gespielt hat, Outlast, dann ist das durchaus ein netter Happen für zwischendurch noch. Man ist übrigens nicht die ganze Zeit in dieser Anstalt unterwegs. Also die sieht zwar hier schon relativ groß aus, aber man kommt dann auch noch nach draußen. Da ist dann alles verschneit. Dann gibt es noch so einen unterirdischen Bereich. Es gibt schon noch ein bisschen mehr zu erkunden. Ist allerdings dann auch alles nicht wirklich offen, sondern auch die Außenareale sind dann schon eher so Schläuche und im Prinzip nur größere Räume, wenn man so möchte. Was sicherlich auch der Original geschuldet ist, was eben auf dem DS entstanden ist und da nicht so viel möglich war. Und das ist eigentlich auch mein Hauptkritikpunkt ein bisschen an diesem Remake, dass man halt ansonsten gerade die ganze Laser-Architektur im Prinzip so gelassen hat, wie sie ist und überhaupt nicht irgendwie das Ganze an den PC noch ein bisschen angepasst hat. Hier ist auch so ein Relikt von der DS-Version. Diese sehr platten zweidimensionalen Spinnen. Ich wollte das Video eigentlich nicht zu lang machen, aber ich hoffe, ich kann euch noch meinen Lieblingsgegner zeigen. Der ist nämlich echt zum Totlachen. So, da kommen wir noch nicht rein.
So, und da haben wir den Hammer. Der uns wiederum jetzt neue Wege eröffnet. Haben wir auch einen neuen Gegner. Und man sieht, den Hammerschlag kann man auch aufladen, der macht halt ein bisschen mehr Schaden. Ich bin hier mit ein bisschen wehgetan. Nehmen wir mal die Pillen. Oh, ja, dann gibt es diese Schwärme hier, die kann man, glaube ich, nicht kaputt machen. Und da sieht man schon, also die scheinen hier irgendwelche Experimente mit namenlosen Insassen zu machen. Ja, das Treffen mit dem Hammer ist nicht immer so einfach. Nochmal geheilt. Jetzt werden wir im Keller. Die Stellen hier im Keller sind schon eine der besseren. Die sind tatsächlich ein bisschen spooky. Und da kommen nämlich diese Viecher da, die unbesiegbar sind, und man hat da dann hier so einen kleinen Irrgarten, durch den man sich durchkämpfen muss, ohne von denen erwischt zu werden. Dann geht die Taschenlampe ab und zu mal wieder aus. Ah, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Dann haben wir noch einen. Ah, ich muss aber da irgendwie durch. Jetzt laufe ich im Kreis, glaube ich. Ah. Okay, das wäre geschafft.
Da sieht man schon, da braucht man bestimmt einen Gegenstand, um durchzukommen. So, und damit mache ich jetzt auch erstmal Schluss. Das soll es gewesen sein von Dementium 2 HD. Gibt es wie gesagt für PC, ich glaube auch Mac, ich bin mir nicht ganz sicher, guck nochmal nach, auf Steam für etwa 13 Euro, glaube ich, wenn es nicht im Sale ist. Die Originalversion gibt es für den Nintendo DS von Renegade Kid. Und ja, das komplette Review gibt es bei mir auf der Seite. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Horror-Happen habt, dann ist es nicht so schlecht. Wenn ihr ein richtig gutes Horrorspiel erwartet, dann eher nicht. Jo, Dankeschön fürs Zuschauen.